willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic Pro Rock Projekt auf der Provence. Hallo. So, heute mal wieder Tiger Farm am Start, der hier schon mächtig im Heu kniet. Qualitätszoll, sag ich nur. Suchst du irgendwas oder soll ich hier mal suchen? Nee, ich suche nichts. Okay, dann machen wir uns ans Ballen pressen und weiterhin schwaden. Dass wir hier vorwärts kommen. So, und ich freue mich. Ja, endlich geht's weiter, gell? Jo. Ein EMT. Also der EMT gefällt mir richtig gut. Finde ich viel besser wie so ein Ford. Oh. Ja. Zum Ford mag gesagt sein, es wurde nicht negativ abgestimmt. Beziehungsweise gar nicht. Von dem her bleibt der Ford wie gehabt im Projekt. Freust du dich? Ja, freue ich mich. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Das wäre schön gewesen, wenn sich irgendjemand dazu geäußert hätte, positiv oder negativ. Ja, ich. War leider gar... Ach Gott, jetzt habe ich mich gerade gewundert, weshalb hier ein Strohballen rauskommt. Da war noch ein bisschen Stroh in der Presse. So. Wir müssen nämlich ein bisschen Gas geben, damit wir die Tiere auch gut versorgt kriegen. Ich hatte letzte Woche im Livestream einen, der hat gemeint, er schafft es gerade so 15 bis 20 Kühe zu versorgen und mehr nicht. Bin ich mal gespannt. Aber irgendwie leckt das schon wieder so total. Echt? Wie viel MS hast du? Gerade 200. 200 geht doch. Ja, ich muss mal endlich wirklich bis zur nächsten Aufnahmesession das alles auf den Server hochladen. Ja, das ist nämlich echt katastrophal mit dem lokalen Host. Ja. Das Problem könnte sich nachher auch beheben. Ich bin gerade noch am Hochladen von der Datei. Von dem her, es könnte auch daran dann noch liegen. Oh nee, da ist die Schwad völlig außerhalb von unserem Feld. Ich weiß gar nicht, ob ich da dran komme. Da hat Mikado gestern irgendwie schlecht geschwartet. Ah, ich krieg's weg. Supi. Gut gemacht, Varuna. Ja, Glück gehabt. Ah ne, ein bisschen liegt noch draußen, aber... Darauf verzichten wir mal. Ist jetzt nicht so die Welt. Nee. So, also wie gesagt... Oh, den Ballen hat's aber weggefetzt, hey. Wie gesagt, der hat gemeint, er schafft es gerade so 15 bis 20 Kühe zu versorgen. Ich hoffe mal, dass das nicht wirklich so ist. Er hat nämlich gemeint, vielleicht. Ansonsten schafft er es nicht, die Felder zu bestellen und so. Krass. Gras haben wir auch noch, ja. Ich meinte krass. Ich Gras. Jo. Bisschen Spaß muss sein. Ja. Bisschen Gras muss auch sein. Nee. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Ich meinte das Gras, was wir hier mähen können. Okay, das ist okay. Nicht falsch verstehen, Leute. Anderes Gras ist nicht gut. Leute, wirklich nicht. Das macht die Birne hohl. Aber richtig. Da im Beruf genug damit zu tun, dass es Leute eben nicht gut tut. So. Wir müssen auch. Guckst du mal nach den, wie es denn den Kühen geht? Ob die noch. Ja. Sollen wir die Zeit eigentlich wieder hochstellen auf 5 Jahre? Ja. Den Kühen. Geht's soweit ganz gut. Und haben sie mit dir gesprochen? Nee, ich habe auf die Anzeige geguckt in meinem Tablet. Gut. Ich habe da immer so eine mobile Anzeige mit. Das ist so eine App. Ah. Die kenne ich, die ist cool. Ja. Das wäre vielleicht auch mal was, so ein
Roleplay-Projekt. Ein richtiges Roleplay. Das wäre schon nice. Aber dafür sind es jetzt zu wenige. Ja, das geht auch zu zweit, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal, machen wir vielleicht nach dem Zweisternhof. Können wir ja mal überlegen, was wir da als nächstes dann machen. Aber der Zweisternhof, der wird noch eine ganze Ecke gehen. Ja. Eine ganze Ecke. Soll auf der Wiese 2 auch Heu oder nur Gras? Ne, da ist Gras. Einfach Schwaden. Okay. Weil ich glaube, Heu ist effektiver. Heu-Silage hat Effektivität 75% und Gras-Effektivität 25%. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar kein Gras? Nee, Ach so. Ich dachte, wir bräuchten auch Gras. Also, am besten wäre es, wenn man alles hat. Auch Gras. Nur halt, wenn man am Anfang steht, sollte man vielleicht besser Heu machen. Wie lang geht denn der Anfang? Also bis zu welchem, bis wohin? Ja, Ach, du meinst, weil ja. Heu zweimal wenden muss und bla. Nein, ich meine, wenn man jetzt vor ein paar Tagen erst Kühe geholt hat. Mhm. Weil so die Anfangszeit, wenn man die erste Zeit, wo man die Kühe hat. Wir haben ja noch ein paar Gras. Ja, ich würde da trotzdem gerne Gras machen. Okay. Dass wir einfach Gras ein bisschen auf Vorrat haben. Wenn du das so willst, du bist ja mein Chef hier. Und du bist so gleichberechtigt. Ne? Ich sehe hier nichts. Der Baum ist im Weg. Der Baum ist schuld. Du musst immer nur eine gute Ausrede parat haben. Nein, es war wirklich der Baum. Und dann sehe ich im Video, es war doch nicht der Baum. Es war der Baum, guck nach. Jetzt geht's noch nicht. Nee. Das tut mir leider leid. Immer 16 Uhr. Jeden Tag, Montag bis Freitag, kommt eine Folge vom Classic Projekt. Und um 14 Uhr die Challenge. Exakt. Da könnte man auch mal vorbeischauen. Das wäre schön. Wobei ich sagen muss, Provence hat Ende letzte Woche auch gute Aufrufe erzielt. Ja. Ein bisschen nach oben gegangen. Aber wenn ihr dann mal bei der Challenge vorbeiguckt, dann könnt ihr vielleicht euch mal auch als Lohnunternehmer bewerben. Das wäre auch eine Möglichkeit. So wie ich das gemacht habe. Ja. Und darüber sind wir ganz schön glücklich. Weil Tiger Farm ist jetzt schon Stammlohnunternehmer. Seit Folge 10. Echt? Hast du mal nachgeschaut? Ja. Cool. Oder ich glaube sogar Folge 9. Das kann auch sein. Folge 9 habe ich, glaube ich, meinen Hof errichtet. Ah ja. Okay. Stimmt, wir hatten ja die erste Folge, wo du dabei warst. Ging ja, glaube ich, darum, dass du dich erstmal einrichtest. Genau. So, sind wir an der Ecke hier vom Feld gleich fertig. Ich muss sagen, der IMT erinnert mich so ein bisschen an den John Deere, an den Marcel Ferguson, den mein Nachbar damals hatte, als ich 4 Jahre alt war. Das sahen die Marcel Ferguson ungefähr ähnlich aus. Ach, das war ja noch älter, ne? Ja, das war jetzt vor 27 Jahren. Oh Gott. Na gut. Und der hatte damals schon, das war ein Weinbauer. Ja. Der hatte damals auch diese Weinbergtraktoren. Die waren immer cool. Ah. Die ganz Schmalspur-Dinger. Ja. So. Ah,
Haben wir hier eigentlich... Ah ne, wir haben nicht die extra Ballengabel drauf, gell? Das ist eigentlich doof. Welche? Die... Mal guck mal bei Ballengabeln rein, ganz nach hinten. Die... Oh Gott, wie heißt denn die? Meins war Frontlager. Da ist so eine mit Gitter hinten dran. Ja, wo ist die denn? Yes, ich glaube, wir haben sie nicht drauf. Also bei Frontlader ist sie nicht. Ja, wenn, dann müsste bei Frontlader sein. Oh ne. Schade. Weil die kann, da kannst du locker drei Ballen auf einmal nehmen. Und die haben, der hat hinten, die Gabel hat hinten so ein Gitter dran, dass die nicht hinten runterfallen kann. Das habe ich bei der Ammergauer Alpenmap. Habe ich das, den Mod drauf. Beim Guten Morgen Livestream. Den gibt es seit dieser Woche, oder den hat es jetzt nur heute Morgen gegeben. Den wird es der Rest der Woche nicht mehr geben, weil da bin ich nicht da. Oh. Ja. Wo bist du denn da? Der Skifahren. Ah, schön. Lass mich raten, in den Alpen. Natürlich, im Ammergauer Alpenland. Nein, Quatsch. In den Alpen, ja, natürlich. Wo denn sonst? Österreich. Da, wo es schön ist. Ja, wo es auch mal Schnee geben kann. Wo es definitiv noch Schnee gibt, genau. Das war ja so ein bisschen mein Problem. Ich wäre auch gerne in Deutschland gefahren, aber da war mir die Schneegarantie nicht gewährt. So. Ja, in den Alpen hast du eine gute Schneegarantie. Ja. Ich wäre hier fertig, dann komme ich rüber zum... Ja, sonst mach den letzten Heulbein raus, ne? Ja, hab ich. Aber es ist immer noch einer drin, Alter. Ja, das ist normal. Aber warte. Ich lass den trotzdem drüben. Oh. Ey, die Einfahrt hier, die ist so eng. Nö. Ey. Doch. Das Auto rempelt einfach meine Presse an. So. Ich hab's ja auch irgendwie geschafft. Ja, es geht schon, aber ich finde, sie ist im Vergleich zu anderen Maps ist sie schon ziemlich eng. Ja, alle Eingänge hier. Aber das spielt ja den alten Fahrzeugen damit. Gesundheit. Falls es zu hören war. Ich hab's gehört. Ich glaube, es sind Aufnahmen auch drauf. Ah, da kann man nichts machen. So. Müssen wir mal gucken, dass wir nachher Ball oder in der nächsten, vor der nächsten Folge oder vielleicht Ende von dieser noch kurz die Ballenwagen leer machen. Oh ja. Dass wir die abladen. Dass wir da nächstes Mal direkt aufladen beginnen können. Warte mal, die Kühe sind doch gar nicht voll. Doch. Oder? Na, Gras passt bestimmt noch einer rein. Heu passen auch noch welche rein. Okay. Aber Stroh nicht. Nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest. Cool Kid. Cool Key HD. Wegen dem TLR. Nö, habe ich nicht gesehen. Er hatte gemeint, es war definitiv zu viel Stroh drin. Okay. Wir können das nochmal probieren. Und zwar habe ich da noch einen Strohballen, den ich mal ins Ding reingemacht habe. Wo ich die Einstreu gemacht habe. Ja. Kühen. Da ist noch ein Ballen auf jeden Fall. Der ist noch, ich glaube, 2000 hat der noch. Ja, dann probieren wir das mal. Dass wir den zuerst reinballern, dann die Heuballen. Ja. Und anschließend die Silage. Dann müsste das eigentlich klappen. Ich finde es schön, dass du immer zwei Vorgewände findest. Das ist sehr praktisch. Ja, das ist... Sonst ist das blöd. So, hier muss ich am Rand noch ein bisschen lang fahren, aber das kriegen wir hin. So. Das
sehr vorteilhaft, das Vorgewende. Ja. Ich weiß nur nicht, ob wir die Ballen wirklich da lassen, wo sie sind, weil wenn wir jetzt so viele Ballen machen, vielleicht machen wir die da rein, wo die der Schwader gestanden hat. Da drüben in die Halle. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ja. Dann müssen wir den Zetter auch umstellen. Ja. Unten beim Silage Silo ist noch Platz. Beim Fahrsilo. Ja, oder wir packen die beiden da unten in beim Fahrsilo. Ja, aber da müssen wir sie immer so weit holen zum Ding. Zum ja, Kuchen. Stimmt. Ist auch blöd. Hast recht. Wir müssen ja ein bisschen effektiv arbeiten. Aber nur ein bisschen. Ja. So. Morgen in der Folge wird noch jemand Neues mit dabei sein. Und zwar kennt ihr den eigentlich schon? Aus der Challenge. Aus der Challenge, genau. War Challenge. Mal Lohnunternehmer. Oder war da Lohnunternehmer. Aber ich würde jetzt noch nicht verraten, wer es genau ist. Vielleicht wissen es die Leute auch schon. Genau, dann schreibt's oder vermutet mal, dann schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Auch gerne eure Tipps oder Tricks oder was auch immer. Ja, was wir zum Beispiel besser machen könnten. Jo. Man lernt ja nie genug. Du bist fertig? Ja. Willst du mal... machst du die Ballen weg? Von den Anhängern? Nee. Ja, wenn ich das hinkriege. Mit den Legs. Ja, das geht. Bisschen vorsichtig mit dem Gasfuß, dann geht es. Na. Das ist immer so eine Sache. Vorsichtig und Gasfuß. Ja. Oh, jetzt hat es bei mir auch kurz geleckt. So. Aber jetzt hat sich so bei 50, 60 ms eingependelt. Das ist gut. Ja, jetzt ist auch der Upload fertig. Ah. Es liegt schon ein bisschen auch daran, was halt die komplette Internetbandbreite so, was dafür alles gebraucht wird. Ja. So, noch 2 Minütchen ungefähr. Ich denke, ich werde leider nicht fertig mit dem Pressen hier. Soll ich die Heulbeine auf dem Anhänger lassen? Nee. Würde ich auch gleich runter machen, weil dann haben wir mehr Platz, wenn wir müssen ja, okay. Wir da aufladen. Ja, okay. So, hier nochmal drüber. Na, da probiere ich mal mein Glück. Der Schwarte, der Zetter steht noch da. Ja, den habe ich jetzt noch eben noch nicht nach unten gepackt. Hast du jetzt den Schwader unten reingestellt? Ja. Okay, dann stelle ich da gleich die Presse auch dazu. Wie du das gesagt hast. Dann gibt's nächstes Mal wieder hier den Ballenmarathon beim Aufladen. Ich lade nicht auf. Dann fährst du den Traktor. Oder du schiebst die Ballen her. Das wäre auch gut. Ja. So. Wo sollen die beiden erstmal hin? Da oben, wo der Schwader steht. Der Zetter. Okay. Gut, Leute. Das war's von der heutigen Folge Provence. Ja. Wenn's euch gefallen hat, gerne irgendwas da lassen. Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Exakt. Das ist schon wie immer. Eingespieltes Team. Und haut rein bis morgen 16 Uhr oder 14 Uhr bei der Challenge auf dem Zweisternhof. Bis dahin. Ciao. Ciao.